Hallo, grüße euch, Paraguay Live, ich bin der Pit und wie immer herzliche Grüße aus Paraguay. Vielen Dank für eure Fragen, vor allem per E-Mail. Und es sind wieder sehr viele Fragen gewesen und ihr fragt nach Einwanderungshilfe, ihr fragt nach Autokauf, ihr fragt nach Supermärkten. Und so weiter, aber sehr, sehr viele Fragen, wie immer eigentlich, beziehen sich auf Immobilien. Wie auch immer, ihr fragt nach verschiedenen Projekten, Dokumenten, nach Notaren etc. etc. In diesem Video habe ich mir ein Projekt herausgepickt. Also eine Reihenhausbebauung, da kamen auch viele Fragen von euch bezüglich Doppelhaushälften, Reihenhäuser, wie groß sind die Grundstücke, wie teuer sind die Häuser, wie teuer sind die Grundstücke, ob man alles zusammenbekommt und so weiter und so fort. Und in diesem Video werden wir darüber berichten. Okay, also bleibt dran, falls ihr Interesse habt. Okay. Vielleicht ein paar Sätze zu diesem Projekt. Also es handelt sich um ein Projekt im Raum Asunción, also eigentlich ist schon Luca, also Großraum Asunción. Es geht, wie man sieht, um Reihenhausbebauung. Dazu gehört natürlich auch Spielplatz und ein Quincho, also im Prinzip Quincho heißt ein Grillplatz, was natürlich von allen auch benutzt wird. Die Grundstücke sind 11 Meter mal 25 Meter, also sind keine Riesengrundstücke, aber die Bebauung ist kompakt. Die Häuser haben ungefähr 120 Quadratmeter, haben drei Schlafzimmer und zwei Bäder. Also das ist ja wichtig, also hier in Paraguay berechnet man kaum nach Wohnflächen, sondern im Prinzip eher nach Räumen. Deshalb, das sind wichtige Sachen und ich gebe euch nachher auch natürlich die Preise dazu. Okay, also macht's gut, bleibt dran. Natürlich auch noch die Preise versprochen. Also es handelt sich hierbei um eine schlüsselfertige Bauweise. Es ist eine geschlossene Siedlung, also Barrio Cerrado, so nennt sich das. Das heißt also, es ist alles umzäunt bzw. auch eine Mauer drumherum. Es ist 24 Stunden Sicherheitsservice und man kommt im Prinzip, es gibt einen Haupteingang und das ist immer ein Männchen, sage ich mal, da. Die Besucher bzw. die reinkommenden Menschen kontrolliert. Also das ist von der Sicherheit schon okay. Was ich persönlich etwas klein finde, sind die Grundstücke. Klar, also die Grundstücke sind in den letzten Monaten, Jahren eigentlich schon enorm gestiegen in Preisen,
Deshalb, wie gesagt, die Grundstücke werden ungefähr wie in Deutschland und anderen europäischen Staaten kleiner. Deshalb zu den Preisen nochmal, okay? Zu den Preisen. Also, es handelt sich um ein Grundstück 11 Meter auf 25 Meter, wie gesagt, bebaute Fläche ungefähr 120 Quadratmeter und der Preis dafür beträgt 110.000 US-Dollar. Man kann es auch ungefähr auf Raten umsetzen, also die Raten sind ungefähr 1.100 amerikanische Dollar monatlich. Ja, also falls ihr Fragen habt dazu, natürlich links gebe ich wie immer meine Daten, wo ich zu erreichen bin, beziehungsweise wo ihr mich auch per E-Mail erreichen kann, beziehungsweise auch per WhatsApp. Falls ihr andere Projekte braucht, das heißt also keine städtischen Projekte, die natürlich, gut, das Projekt hat natürlich Vorteil, es liegt ziemlich nah am Flughafen, das heißt also, es ist eine Alternative für die Apartments. Also gut, manche Menschen wollen ein Apartment haben, 2-3-Zimmer-Apartment in einer Stadt, zum Beispiel in Großraum Asunción. Und diese Reihenhäuser, die bieten auf jeden Fall eine gute, meiner Ansicht nach, Alternative zu einem Apartment. Was man natürlich bei den Reihenhäusern hat, ist das Grundstück. Also diejenigen von euch, die ein bisschen Gartenarbeit bevorzugen, kommen auf ihre Kosten. Deshalb auf jeden Fall kann ich es empfehlen im Großraum Asunción. Okay? Falls ihr aber andere Grundstücke sucht, zum Beispiel in Cordillera, also in dem Land Cordillera, also Departamento auf Spanisch, da bitte links uns auf jeden Fall anrufen. Bescheid geben. Wir haben auch mehrere Grundstücke, auch größere Grundstücke, ab 360 Quadratmeter zum Beispiel für Doppelhaushälften, was natürlich auch eine gute Alternative ist für Stadtapartments. Also das auf jeden Fall kann ich empfehlen. Wie gesagt, einfach Kontakt aufnehmen und wie gesagt, Likes nach oben, falls ihr euch gefallen habt und bitte immer Kommentare unten, was hält ihr davon? Sind die Reihenhäuser schon eine Alternative für euch? Was hält ihr davon von Doppelhaushälften? Möchtet ihr eher ein Apartment oder eben Reihenhaus bzw. eine Doppelhaushälfte? Also ich bin der Meinung, es sind gute Alternativen. Man braucht keine riesen Grundstücke. Man wird älter und von daher denke ich mir, etwas Garten ist schon okay. Deshalb haben wir uns ja auch entschieden, diesen Film im Prinzip euch wiederzugeben und darzustellen, damit ihr ungefähr eine Preisvorstellung habt von anderen Bauweisen in Paraguay. Okay, also bis dahin, Likes nach oben, bitte den Kanal abonnieren, links wie immer weitere interessante Videos von uns aus unserem Paraguay Live Kanal und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, danke.